Hallo und herzlich willkommen. Eine weitere Ausgabe Banking Club TV. Wir haben ein paar wenige Äpfel mitgebracht aus Frankfurt. Diese Woche war eine weitere Ausgabe der Banking Lounge im Hause der Frankfurt School. Diesmal mit unserem Partner Affinion International. Und wir haben eine Podiumsdiskussion gehabt zum Thema, wie kann man Kundenbindung steigern, wie kann man als Abfallprodukt sozusagen auch Neukunden gewinnen. Es ging um Mehrwerte in Kundenprodukten innerhalb der Bankbranche, und Sie wissen, wie schwierig das ist, ein Produkt haptisch anfassbar zu machen, ein Produkt, was wir in der Bankindustrie verkaufen. Klar kann man Kontoauszüge in die Hand nehmen, Sparbücher in die Hand nehmen, aber dieses haptische Erlebnis, dieses emotionale Erlebnis wie bei einem Autokauf, das ist bei Finanzdienstleistungsprodukten schwer. Und da hat sich die Firma Affinion International darauf spezialisiert, Mehrwertprogramme für Bankprodukte zu definieren. Ich habe hier so eine Broschüre noch mitgebracht. Sie sehen, das ist vom Design her das iPad in Papierform, das Mehrwertejournal von Affinion. Interessante Geschichte, gucken Sie mal auf deren Seite vorbei. mehrwert-blog.de finden Sie einige interessante Informationen. Wir haben mit dem Geschäftsführer in Frankfurt diskutiert über das Thema, mit dem Herrn Saalberg. Anwesend war auch der Herr Vormann von der Santander Bank und der Heible von der BW Bank in Stuttgart. Und die haben so ein bisschen Einblick gegeben in die Möglichkeiten, die man hat, Mehrwertprogramme mit Kunden zu gestalten und auch in den Erfolg, den solche Mehrwertprogramme haben. War ein spannender Abend. Wenn Sie nicht dabei waren, haben Sie tatsächlich was verpasst. Schauen Sie mal bei einer der nächsten Banking Launches vorbei. Was gibt es noch Neues aus Frankfurt, wo wir schon in Frankfurt sind? Heute Morgen musste ich ja leider lesen, dass die Commerzbank jetzt endgültig den Turm der Dresdner Bank verkauft hat. Sie wissen, am Jürgen-Ponto-Platz war immer die Zentrale der Dresdner Bank. Dort war sie schon, als ich bei der Dresdner Bank meine Ausbildung gemacht habe. Und das stimmt mich natürlich ein kleines bisschen traurig, wenn jetzt nicht nur mein Ausbildungsbetrieb von der Bildfläche verschwunden ist, sondern auch noch das Gebäude, und das gleich in doppelter Hinsicht. Denn genau in diesem Gebäude, im 34. oder 43. Stockwerk, ich weiß es gar nicht mehr so genau, hat die erste Banking Lounge stattgefunden, nämlich am 17.04.2005. Damals war unser Partner gar nicht so sehr die Dresdner Bank, sondern sozusagen eine Tochtergesellschaft, nämlich Dresdner Kleinwort. Und der Vorsitzende des Betriebsrats hat uns damals unterstützt und hat uns gefördert, die erste Banking Lounge auf die Reihe zu bringen. Und die hat dann da oben mit Blick auf die Frankfurter Skyline im Dresdner Bankgebäude stattgefunden. Ja, und liebe Commerzbank, den Verkauf könnt ihr jetzt eigentlich nur noch wieder gut machen, indem ihr uns mal in euren neuen Turm einladet. Da machen wir auch gerne eine Banking Lounge. Wir haben uns so vorgestellt, wir kommen einfach jetzt jedes Jahr am 17.04. Dieses Jahr geben wir euch noch Schonfrist, weil es ist ja ein Sonntag. Und dann machen wir dort immer anlässlich des Geburtstags des Banking Club oder der ersten Banking Lounge, machen wir dort jedes Jahr eine nette Abendveranstaltung und diskutieren mit Ihnen, Commerzbankvertretern und weiteren Vertretern aus der Bankbranche, interessante Themen. Wie wär's? Also, wenn Sie das Video sehen, reichen Sie es weiter an Ihren Vorstandsvorsitzenden. Vielleicht können wir da ja mal was drehen. Was tut sich sonst so in der Bankbranche? Letzte Ausgabe Banking Club TV haben wir noch über die möglichen steigenden Zinsen der EZB gesprochen, die ja angekündigt haben, höchstwahrscheinlich im April die Zinsen zu erhöhen. Mit Hinblick auf die Katastrophe in Japan bezweifeln jetzt einige, dass das der richtige Schritt wäre. Und nach wie vor gibt es so zwei Lager, die einen, die sagen, wir müssen dringend die Inflation verhindern, und die anderen, die da sagen, die Wirtschaft ist immer noch auf so wackeligen Füßen, wenn wir jetzt mit einer Zinserhöhung gehen, dann geben wir garantiert das falsche Signal, und das könnte die Krise, die viele noch nicht als 100% überwunden sehen, wieder zum Vorschein bringen. Sie sehen, das ist alles gar nicht so leicht zu beantworten, und selbst die absoluten Spezialisten sind sich da nicht eins. Wir werden den Markt weiter beobachten und gucken, dass wir in Deutschland und Europa weiterhin auf einem guten Weg sind. Jetzt bleibt mir, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen, und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder beim Banking Club TV oder bei einer unserer Veranstaltungen, zum Beispiel dem Innovationskongress im Mai, oder in der nächsten Woche sind wir zum ersten Mal mit unserem Partner der Postbank AG in Münster bei einer Banking Lounge zum Thema Karriere. Vielleicht sehen wir uns da, vielleicht sehen wir uns bei unserem Kongresse. Wir würden uns freuen. Bis bald!